Grüß euch. Beim letzten Video haben wir Deko-Elemente aus Schnüren gemacht. Da waren die Kugeln, das Herz und unter anderem auch die Blüten, in klein und in groß. Und dazu ist mir noch etwas eingefallen, das kann man leider nicht alles so sagen, deswegen möchte ich euch das ganz kurz erklären. Ich bezeichne das als Wanderdeko. Ich denke mal, das ist keine schlechte Idee. Man kann die Tüten da auf Stecken geben. Da kann man ganz unterschiedliche nehmen, ob das jetzt ein Metallstecken ist oder etwas Rustikales, so wie da, oder auch einen normalen, und die macht den einfach weiß oder die Farbe, was mir gefällt, und bind dann die Tüten drauf. Und die Tüten kann ich unterschiedlich dekorieren. Ich kann da zum Beispiel ein Blumengesteck reinmachen. Ich kann auch nur mit einem Glas und einer Kerzen arbeiten oder mit einer Lichterkette. Und Wanderdeko deswegen, weil zum Beispiel mache ich mir so eine Deko fertig, zum Beispiel bei einer Hochzeit. Dann kann ich das, wenn ich das elegant gestalte, zum Beispiel in der Kirche bei den Bänken dazu tun. Und wenn das Ganze in der Kirche vorbei ist, dann kann ich es zum Beispiel im Garten oder auf der Terrasse oder als spalierbaren Eingang aufstellen. Ich muss nicht alles dekorieren und das dann lassen, sondern wenn ich irgendjemand habe, der was mir das geschwind macht, stecke ich das einfach um. Ich kann das auch in Töpfe einstecken oder einfach so in die Erden oder irgendwo bei einem Zelt oder ein Geländer oder irgendwas dazu binden. Und ich habe trotzdem die gleiche Deko, was dazu passend ist. Oder ich habe ein Gartenfest zum Beispiel, da gibt es oft das Platz, wo gegessen wird, und dann nach einer Zeit ändert sich die Party und man ist zum Beispiel bei der Feierstall oder man hat einen gechillteren Platz, dann stecke ich das einfach um. Stecke ich das dorthin, wo gerade denkt, da passt, da brauche ich ein bisschen ein Kerzenlicht oder da passt es einfach vom Ausschauen her. Also deswegen die Wanderdeko. Das Video zeige ich euch, wie ich das mache. Nur mal ein Beispiel. Freut mich, wenn ihr zuschaut. Danke. Tschüss.